Patrick, wir machen ja eine kleine Weltreise. Bis jetzt haben wir von Italien gesprochen und von Kräutern, die für uns eben sehr bekannt sind. Kolumbus und Magellan wurden ja in die Welt hinausgeschickt, um zu entdecken. Sie waren ja nicht nur wegen Gold unterwegs, sondern auch wegen Gewürzen. Und du hast uns heute was mitgebracht? Ich habe mitgebracht die Muskatnuss. Das ist eine Same vom Muskatbaum. Das ist ein immergrüner Baum. Und die Nuss, das ist der Samen. Das ist umgeben von Blütenblättern. Auch die werden verwendet. Und die zwei, und vor allem die Nuss, wurde ja wie Gold aufgewogen. Das heißt, es war ganz wichtig, dass man wusste, wo die herkamen. Bisher kamen sie um 1500 eigentlich immer über Verkäufer weiter bis nach Europa. Man wusste aber nicht, wo sie herkommen. Magellan, hast du es erwähnt, wurde herausgeschickt, um auch zu erfahren, wo die herkommen. Welcher Inhaltsstoff ist da gesundheitsfördernd, beziehungsweise was ist da wohlschmeckend? Er hat einen Inhaltsstoff, dieser Inhaltsstoff ist aber giftig. Ui. Und wenn man 1 bis 2 Nüsse isst, dann kann es zu halluzinogenen Erscheinungen kommen. Das ist das eine. Viel schlimmer ist aber, dass es die Leber angreift und die Leber dann quasi aussetzt. Wie bei Absinth, wie bei den Drogen, immer eine Frage der Menge. Genau. Wenn wir jetzt von einer Menge reden, wo würde in deiner Meinung nach Muskat bzw. Muskatblüte, Macis, in welche alkoholischen Produkte besonders gut hineinpassen? Ja, wir kennen es gut im Gin. Da wird Muskat, in sehr vielen Gins wird Muskat verwendet. Muskat hat ganz viele Komponenten. Das geht von Orange über Nelke, hat auch pfeffrige Noten. Also es gibt ganz, ganz viele Noten, die es abgeben kann. Es ist aber eigentlich sehr, sehr neutral und vielschichtig einsetzbar. Fassen wir es noch einmal zusammen, wenn wir die Kräuterampel jetzt im Hinterkopf haben. Für bitter geeignet? Geeignet zum Aromatisieren. Zum Aromatisieren von einem Bitter? Genau, man hat beim Bitter ja immer die Bitterstoffe, ja, und die Aromastoffe. Zum Aromatisieren ist es geeignet, Gin ist es geeignet. Absinth? Absinth weniger. Ist eher ein Fremdprodukt, oder? Genau. Wenn ein Schweizer Absinth denkt, und das Elixier, oder? Elixier müsste auch passen. Also Elixier könnte man es auch verwenden, ja. Welches Pairing würdest du jetzt sagen? Muskat ist ein Teil von Lebkuchengewürzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, Lebkuchen mit einem Safran-Gin zu kombinieren. Der sehr intensiv ist. Sehr intensiv in seinem Ausdruck. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Lebkuchen, der eher neutral ist, weihnachtlich, sehr gut zusammenpasst. Wir haben zwar jetzt nicht weihnachtliche Temperaturen, wir sitzen im Mittensommer, aber ich freue mich auf alle Fälle schon auf die nächste Folge mit dir. Danke, ich auch. Danke auch.